Hallo zusammen, Meier3007 hier. Erstmal ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Wir haben es heute den 2. Januar 2024 und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, ein richtiges Sauwetter da draußen. Bäh, ekelhaft. Aber das schlechte Wetter will ich ausnutzen, um wieder ein bisschen was für euch zu produzieren. Das wird jetzt mein Jahresrückblick 2023. Ein schönes Jahr, in dem einiges los war. Beginnen möchte ich mit meiner Jahresstatistik. Ich konnte 2023 insgesamt 70 Bücher beenden. Freut mich sehr, wieder mal eine 7 vorne dran zu haben. Das ist ja, glaube ich, das dritte Mal erst insgesamt, dass ich das geschafft habe. Letztes Jahr waren es 68 Bücher. Also 2022 muss man sagen. Das heißt, ich habe 23 dann 2 Bücher mehr gelesen. Freut mich. Ja, was hatte das Jahr sonst noch so zu bieten? Im Januar habe ich mit den Arbeiten an meiner großen Weihnachtspyramide begonnen. Das war ja das Sperrholzprojekt, das mich das ganze Jahr über begleitet hat. Da war ich das ganze Jahr dran am Werkeln. Aber die Arbeit hat sich wirklich gelohnt, die Pyramide ist wirklich schön geworden. Dann, im Februar, haben wir mit einem Video 10 Jahre Meier3007 gefeiert. Wahnsinn, mein 10-jähriges Jubiläum. Die Zeit vergeht so schnell. Dann, im März, war eines meiner Jahreshighlights die Leipziger Buchmesse. Da habe ich mich auch so gefreut, nach 3 Jahren Corona-Pause endlich wieder nach Leipzig zu kommen. Und es war wirklich so schön. Ich habe so tolle Leute da getroffen. Die Jenny zum Beispiel oder die beiden Mädels von den Bookfans Forever, die Maike und die Anja. Ach, das war so cool. Dieses Jahr im März bin ich ja wieder in Leipzig. Ist alles schon längst gebucht und da freue ich mich jetzt auch richtig drauf, wenn es wieder rauf geht nach Leipzig. Dann im Juni hatte ich einen Kurzurlaub im Zillertal, war sehr schön. Und ich habe mich mal mit Sonja und Rebecca in Würzburg getroffen. War auch ein toller Tag, den wir da hatten. Dann, im August, gab es 2 große Highlights für mich. Das erste, der Besuch von Rebecca. Sie hat mich ja ein Wochenende lang hier in Deckendorf besucht. Und das war richtig schön. Oder, nee, ich glaube, das war sogar im Juli noch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, ich bringe jetzt zeitlich ein bisschen was durcheinander. Im Juli müsste das gewesen sein, genau. Vor meinem Geburtstag, denke ich noch. Ja. Jedenfalls haben wir dann ein wunderschönes Wochenende zusammen verbracht. Wir waren auf einem Bauernhof hier in der Nähe. Und dort habe ich den sogenannten Eselführerschein gemacht. Das war so ein Basiskurs mit den Tieren, wo man sehr, sehr viel Wissenswertes gelernt hat. Und dann durften wir auch noch eine große Runde mit den Eseln über den Hof, über das Hofgelände laufen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und abends waren wir dann noch im Karl-May-Theater Pullman City. Ah, das war wieder so eine geile Show. Ich fand ja vor allem Lord Castlepool, das war so zum Piepen. Der war herrlich. Aber auch die ganzen anderen Schauspieler und die Pyro-Effekte und die ganze Story, richtig geil gemacht. Dieses Jahr wird ja der Ölprinz aufgeführt. Da gehe ich auf jeden Fall dann wieder hin, da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt kommen wir zum August. Da hatte ich meinen Urlaub in Kärnten wieder. War auch wunderschön. Im Hotel, wo ich ja schon ein paar Mal war. Mir gefällt es da einfach, ich fühle mich da einfach wohl. Es ist richtig schön mal zum Abschalten dort einfach. Dann im November hatten wir hier eine kleine Havarie bei uns im Haus. Einen Wasserschaden. Ja, da hatte ich ein paar Wochen lang den Bautrockner bei mir im Bad stehen. Das war jetzt nicht so das Prickelndste, aber ging auch vorbei. Und das blubbernde Büchertauschpaket von Anker hat im November noch bei mir Station gemacht. Hat mich auch sehr gefreut, da waren wieder viele tolle Sachen drin. Habe auch ein paar schöne Bücher rausgenommen. Video ist ja auf meinem Kanal zu finden. Und dann im Dezember habe ich mich nochmal mit Sonja und Rebecca in Würzburg getroffen. War ein richtig toller Tag, den wir da hatten. Auch wenn die Rückfahrt eine ziemliche Odyssee war. 2 Stunden Verspätung. Naja.
Dann an Weihnachten habe ich ja viele tolle Tauschpakete bekommen von ganz tollen Leuten, von der Rebecca, von der Sonja und auch von der Tamara vom Kanal Paddleflake. Danke nochmal an euch. Ja, und pünktlich zu Weihnachten das negative Highlight für mich dieses Jahres. Ich habe mir genau zu Weihnachten Corona eingefangen. Am Heiligabend war ich noch mit meinen Eltern gemütlich beisammen, aber da ging es mir dann schon nicht mehr so gut. Und dann über die Feiertage bin ich komplett ausgefallen. Corona hat mir diesmal hat mir da ziemlich auf den Magen geschlagen. Das ist so eine Magen-Darm-Geschichte mehr oder weniger. Da hat es mich sauber erwischt. Aber geht wieder. Soweit alles in Ordnung. Alles in allem, wie gesagt, ein sehr schönes Jahr 2023. Und ich bin jetzt schon sehr neugierig, was 2024 dann alles für mich so zu bieten haben wird. Ich habe ja schon so ein paar Pläne, was ich machen will. Aber ob es dann so klappt, das müssen wir dann schauen. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich möchte mich jetzt übrigens auch nochmal bei euch bedanken wieder für die Treue, die ihr mit 2023 gehalten habt. Danke für alle netten Kommentare, die ich von euch lesen durfte. Und danke an alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Und natürlich auch danke an alle alten Abonnenten, dass ihr mir weiterhin die Treue haltet. Ich hoffe, wir haben auch auf diesem Kanal ein schönes 2024 miteinander. Jetzt war es das aber mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Meier 3007.